Läden bleiben nachts geschlossen. Ihr könnt im Gasthof übernachten. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden mal schnell im Gasthof übernachten. Der Gasthof ist ja zum Glück hier. Morgen! Ach, ich habe ihn gesehen. Mit Ja, und jedes Mal unterbrechen wir ihn wieder so. Aus dem Nichts. Nee, 6 Stunden wollte ich nicht. Wollte ich nicht schlafen. Ich wollte ein bisschen mehr schlafen. Schlafen heilt unsere Wunden. Ich wollte nämlich eigentlich 12 Stunden schlafen. Na, ich schlafe nochmal 6. Was soll der Geiz? Oh. Irgendwas hat gerade geleckt, aber gewaltig. Wie spät ist es denn eigentlich gerade? 9 Uhr, 9 Uhr 10. Oh, im Ernst jetzt? Das ist nicht dein Ernst. So, irgendwo hier. Was gibt's hier? Ihr seid neu in der Gegend, stimmt's? Alles klar, Hündchen? In der Nähe läuft ein riesiger Schlussverkauf. Gewaltige Rabatte. Ah, hier gibt's schon mal etwas zu kaufen. Der Schneider. Was braucht ihr heute? Java Färbemittel, ledrige bräune Färbemittel. Kleidung kaufen. Mal schauen, was wir hier Schönes haben. Bettlerhandschuhe, Bettlerstiefel, Banditenkappe, Banditentuch. Boah, Federschmuck, Flittchenrock, Dirnenmieder. Ja, brauchen wir jetzt alles nicht. Turmwache-Handschuhe, die verkaufen wir. Eine Turmwache-Stiefel, schicken Damenstiefel. Ah, die wollten wir uns ja anziehen. Wir wollten uns ja eigentlich noch Turmwache-Stirnband, Turmwache. Ich kaufe euch immer gerne unliebsame Waren ab. Das stimmt, die Kleidung haben wir ja gekauft, um auch mal ein paar schickere Sachen zu haben, sag ich mal. Wie viel wären euch die besten 5 Minuten Und die besten 5 Minuten unseres Lebens verbringe ich lieber alleine. Hier gibt es Tränke, so wie es aussieht. Und diese malerischen Seestädtchen. Ein Trank, den ich nicht führe, taugt auch Ja, nichts. na supi. Aber ich hau trotzdem ab. Denn ich möchte ja gerne zum Friseur. Hier oben gibt es wieder eine Quest. Ja, hier. Aber irgendwie ist das Spiel gerade echt langsam. Irgendwas laggt hier gerade. Gewaltig. Barbierin. Wir kaufen. Kein Bart. Dunkle Schminke, lila Schminke, schwarze, rote Schminke. Fusselbart, Spitzbart. Ein Irokesen, ein Kriegerstreifen. Das wäre natürlich mal eine Sache für uns. Filzlocken, also Dreads. Rasierter Kopf. Man sieht, hier gibt es auch ein paar andere Sachen. Langes Haar, Pferdeschwanz. Ganz ehrlich, ich überlege gerade, nehmen wir die Filzlocken oder nehmen wir den Irokesen, weil der war echt lustig. Wir schauen uns den mal an. Hey, das sieht lächerlich aus. Dann nehmen wir lieber. Ihr seid vielleicht doch nicht so attraktiv. Nee. Niemanden würde ich lieber bedienen. Na also. Hey, irgendwo gab's doch diese Klasse. Mist, das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Wir nehmen diese hier, die Filzlocken. Hört uns bald wieder. Habt ihr eine neue Frisur? Wow. Hilfe könnten wir auch gebrauchen. Ja, nachnehmen wir die. So. Schwester. Oh ja. Hier oben geht's zu Reaver. Gibt's Möbel, Mobiliar. Apropos Mobiliar, wir haben ja eigentlich noch was zu tun, Leute, ne? Das wisst ihr.
Wenn das nicht die Klinge ist. Ein Gagat. Moin. Moin, Mädel. Denn hier gab's mal eine richtig geile Schminke. Irgendwo in irgendeiner Stadt gab es mal eine richtig geile Schminke. Und zwar war das eine. Das sah ein bisschen. Das war so Joker-Style. Das war total cool gemacht. So, wir nehmen das Luxus-Doppelbett mit. Den Luxus-Schrank. Den Luxus-Küchenschrank. Die Anrichte für Angeber. Den Luxus-Sessel. Die Luxus-Kommode. Den. Viel Glück damit! Das Luxus-Waschbecken. Viel Glück damit. Den Luxus-Nachttisch. Vielen Dank für euer Gold. Ja. Den normalen Ofen, den nehmen wir auch einfach mal mit. Ja, und damit werden wir jetzt, bevor ich jetzt diese Aufnahmesession beende, einfach nach. Stellen, Quests, Stellen, Sonderangebote, Gebiete. Wir werden jetzt nach Bowerstone auf den Markt fahren. Und zwar ins Stadtzentrum und uns das eine Haus kaufen, indem wir dann einziehen. Da ziehen wir dann ein und erfreuen uns. Wir erfreuen uns daran. Ja, Leute. Ich hoffe, ich werde bald wieder gesund. Wir werden mal schnell hier schlafen. Was sagt die Uhr? 3 Uhr noch was? Also werden wir mal schnell schlafen. 6 Stunden müssten reichen. Ja, sie sieht jetzt ein bisschen anders aus, ne? Mit den Dreads. Macht schon einen Unterschied. Das. Mann, unser Hund, der steht auch voll im Weg. Und wir bekommen Geld und bekommen Geld. Werden hier nochmal schnell die Möbel ausräumen. Kaufen. Ich bin sicher, wir finden etwas für euch. Den Luxusnachttisch. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Schlaflied Kinderbett, Luxus Waschbecken. Ah, hier ist ein Luxusofen. Okay, den holen wir auch gleich dazu. Diesen Kauf werdet ihr nicht bereuen. Luxuskommode, Luxussessel. Diesen Kauf werdet ihr Traumland Kinderbett, Luxusregal. Anrichte für Angeber, Luxus-Esstisch. Wir kaufen mal schnell noch einfach alles in Luxus, ja, in der Luxusausführung. Ach ja, wir müssten auch mal schnell zu ihr hier, der Naturproduktehändlerin, und kaufen mal schnell den fauligen Apfel, die schrumpelige Karotte, der überlagerte Sellerie. Hoffentlich habt ihr Freude daran. Den mehligen Apfel, die mickrige Karotte und den Schlabbersellerie. Denn wir wollen ja ein bisschen dünner werden. Karten, Fertigkeiten. Werden mal schnell die Kleidung wechseln. Einfach mal aus Spaß, Leute. Kluften. Rendezvous-Kluft. Vornehme Dame. Rendezvous-Kluft. Was sind die Rendezvous-Kluft? Das ist wahrscheinlich die. Die vornehme Damenkleidung. Ja, wir sind schon vornehm, ja. Okay, so gehen wir jetzt mal dahin. Werden aber noch schnell die Farben benutzen. Gegenstände. Färbung. Mondlose Mitternacht. Oberkörper. Damenbluse. Ja, den Unterkörper. So, die Füße. So, das reicht erstmal. Und werden nochmal diese
Das unzulässige Kamin. Sekundäre Färbung aufgetragen. Mist, wir wollten es ja so haben. So, jetzt müssen wir aber leider nochmal die schwarze nehmen. Ja, und den Unterkörper schwarz färben. Ist schon mal nochmal was anderes, ne? So, und werden jetzt schnell mal noch was futtern. Gegenstände, Verpflegung, den Sellerie essen. Dann werden wir Verpflegung, die schrumpelige Karotte essen. Dann werden wir nochmal in Verpflegung gehen. Den fauligen Apfel essen. Dann werden wir wieder in Gegenstände gehen. In Verpflegung. Den Schlappersellerie essen. Dann werden wir in Gegenstände gehen. In Verpflegung. Werden dort den Schlappersellerie essen. Dann werden wir Gegenstände. Ihr werdet es nicht erraten. In die Verpflegung gehen. Den mehligen Apfel essen. Dann werden wir nochmal in die Verpflegung gehen und die mickrige Karotte essen. Und wir werden nochmal in die Gegenstände gehen, werden in die Verpflegung gehen und die mickrige Karotte essen. Ich glaube, wir sind schon ganz dünn. Dünner können wir nicht mehr werden. Wir ziehen uns unsere. Also ist so ein bisschen blöd. Sieht die schon aus, ja. Muss ich mal sagen. Das ist das Haus, was wir kaufen wollen. Unser zukünftiges Wohnhaus. Wir werden das kaufen. Es ist das auch. Mit dem kleinen Brunnen hier. Ja, das ist es. Das kaufen wir. Und werden dort einziehen. Ist aber billiger geworden. Wohl nichts zu holen. Einfach nur so ein kleiner verschissener Hinterhof. Oh ja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber das ist unser neues Haus. Das ist schön angemalt, schön gestrichen. Sieht super aus, ne? So, und ja, wir. Ach ja, wir haben ja auch hier oben das Dachgeschoss. Stimmt, das habe ich euch ja schon gezeigt. So, noch schnell einrichten. Benutzen. Benutzen, werden es den Neueinrichtungsmodus aufrufen und werden ein bisschen umgestalten, tauschen den Ofen gegen einen luxuriösen Ofen aus, tauschen das gegen ein Luxuswaschbecken aus. Ist das ein Luxuswaschbecken? Ja, ist es. So, wir werden hier einen Luxus-Esstisch hinbauen. Wir werden hier einen Luxus-Sessel einbauen. Und hier nochmal einen Luxus-Sessel. Ja, hier. Tauschen dieses aus gegen ein Luxusregal. Und schade, dass man die Uhr nicht umtauschen kann. Wir werden hier ein paar Trophäen platzieren. Das goldene Eichenblatt ist ganz cool. Ja, wenn man es mal sehen würde. Hexenkessel-Trophäe. Na, dann tauschen wir das nochmal aus gegen was man auch sehen kann. Das Siegel zum Turm der Schatten. Ist vielleicht auch ganz fetzig. Tauschen gegen den Luxusschrank. Ihr seht, wir bauen uns unsere Bude schön aus. Dann werden wir uns auch langsam eine Familie besorgen. Tauschen
dies aus gegen eine Anrichte für Angeber. Tauschen gegen das Luxus-Doppelbett. Tauschen auch dies gegen das Luxus gegen ein Luxus-Doppelbett. Wir haben ja zum Glück alles gegen in doppelter. Ah, wir haben keinen Schreibtisch, keinen edlen. Schade. Den besorgen wir uns aber noch. Wir haben auch kein Regal mehr. Aber ein Waschbecken, das weiß ich. Haben eigentlich jetzt auch schon ganz gut ausgerüstet hier. Also es sieht schon recht schön aus. Verlassen unser Häuschen. Ja, und bleiben einfach bei unserem Häuschen und starten da die nächste Aufnahmesession hier an unserem schönen Haus. Was echt eine schöne Bude ist, gell? Kann man sagen, was man will. Ja, in unserer schönen Leseecke. Und ich verabschiede mich von euch damit, mit diesem wunderschönen Haus, was wir uns jetzt eingerichtet haben. Haben wir es endlich geschafft, haben uns das Haus gekauft. Ja, jetzt ist leider eine Folge mehr entstanden. Naja, dann ist das eben eine Aufnahmesession mit fünf Folgen. Ja, die letzte wird ein bisschen kürzer sein, so ungefähr 12, 13 Minuten. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Haut rein. Tschüss.